Na schön, ich bin nicht tot. Aber Antworten habe ich keine. Also war das alles vielleicht nur große Zeitverschwendung, was ich bei Sindri niemals zugeben werde. Gut, dass ich gerne klettere. Mir sei Dank. Dir geht's gut. Wie ist es gelaufen? Ich dachte schon... Sindri, ich hab doch gesagt, ich kann das. Aber sie wird uns wohl nicht helfen. Wo ist deine Halskette? Hm? Oh, ich hab nachgedacht und... sie abgelegt. Sie hat sie. Nicht wahr? Heute war dein Glückstag. Also erzähl... Wie war es so mit dem Chaos? Ich... Das war gerade repariert! Gaulwar! Nachbare! Wusste, wird schlecht! Das repariere ich später. Los, verschwinden wir hier, bevor noch etwas uns umbringen will. Ja, gute Idee. Verzeih mir, aber erzählen wir deinem Vater davon? Schließlich hast du reinen Tisch gemacht. Niemals. Dann bist du tot. Stimmt. Ach, apropos reiner Tisch. Ich bräuchte zu einer Sache deine Meinung. Einer Sache, die ich lange vor meinem Bruder geheim hielt. Ich erzähl's dir auf dem Rückweg. Los, komm. Geh auf. Gaulwar! Glaubst du das Zeug weg da vorne? Okay, zurück zum Altenturm. Wie war das? Lange vor deiner Geburt gab es einen Unfall in der Schmiede. Brock. Starr. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich ging zum Seelensee in Alfheim, um ihn zurückzuholen. Legionen von Seelen versuchten, mich aufzuhalten. Ich spüre immer noch, wie sie über meine Haut kriechen. Allerdings konnte ich nur 3 seiner 4 Seelenteile zurückholen. Sindri. Brock dachte, er war bloß ohnmächtig. Ich habe ihm nie die Wahrheit gesagt. Das nagt wirklich an mir. Du musst es ihm sagen. Er hat ein Recht darauf. Wenn die Zeit kommt, das gilt auch für deinen Vater. Das ist nicht dasselbe. Wirklich? Jetzt?
Aua! Jedenfalls hast du was Gutes getan. Du hast Brock gerettet. Ich hab Mist gebaut. Nein. Ich traf eine Wahl. Eine, die nicht meine war. Was heißt das, eine Wahl? Ich konnte nicht allein sein. Die anderen Zwerge mieden uns, als sie ihn sahen. Wir gingen, hielten zueinander. Naja, Vergangenes ist vergangen. Es muss dich nicht beschränken. Gehen wir heim, bevor Vater aufwacht. Das ist heute Nacht vielleicht dein bester Einfall, Trey. Trey? Ist ein Klappe. Darf ich dir keinen Spitznamen geben? War das denn einer? Wie du meinst, Luke. Nein, das war noch schlimmer. Hab's beim Aussprechen gemerkt. In Ordnung. Wollen wir? Nicht mit leeren Händen kommen. Nach dem Fehlschlag mit Tyr wollte ich mal langsam, kleiner Jöten. Tyr hat deine Erwartungen vielleicht nicht erfüllt, aber ein Fehlschlag? Du hast ihn vor einem schlimmen Schicksal bewahrt. Das ist nicht wenig. Und hey, vielleicht hilft er uns ja doch noch. Vielleicht. Aber Vater macht dabei nicht ewig mit. Er hat wahrscheinlich schon unser nächstes Versteck ausgesucht. Tja, machen wir es nicht schlimmer, indem wir erwischt werden. Wenn wir ankommen, verwische ich unsere Spuren am Tor und schleiche hinten rum. Und du verhältst dich unauffällig, aber schnell. Los, los, los! Das ist nicht die Gefahr, die mich besorgt. Trauen wir dem Pfad, den sie für uns wählen werden. Ich traue ihrer Weisheit. Und näher kommen wir nicht an ihren direkten Rat. Bist du sicher, dass die Riesen nicht zum Krieg raten? Ich sagte, sie sind weise. Nach meiner Erfahrung geht das mit Frieden einher. Oh, kleiner Bruder! Hab ich's doch gewusst! Atreus, wo warst du denn? Pinkeln. Ich hoffe, ihr habt Hunger! Wie ein Bär. Sind alle so ausgeruht wie ich? Bin gleich unten. Sind das Würstchen? Klar, warum nicht? War Essen früher nicht besser? Dann würdest du sicher gerne mal für diese Bande kochen, hä? Abgemacht. Was? Atreus, wir planen das nächste Ziel. Oh, und wo geht's hin? Alfheim, die Heimat der Alpen. Alfheim? Du hast Alfheim und wir ziehen dahin? Hinziehen? Nein, wir suchen Informationen. Der Schrein von Groa, Kleiner. Dein Vater sagt, du hast ihn gefunden. Groa? Hüterin des Wissens? Oh, vielleicht kann ich dort ein Geheimnis lüften. Ja, warum nicht die Seherin, die alles sah? Ich wusste nicht, ob du... Egal, klingt toll. Alfheim. Hey! Vergiss nicht das, womit du dorthin kommst. Wisst ihr was? Ich baue einen größeren Tisch. Mehr für mich. Tyr,
Du willst uns wirklich begleiten? Ja, wenn ihr bereit seid. Also, wenn dein Vater bereit ist, sollte ich sagen. Wenn mein Rat euch helfen kann, die gesuchten Antworten zu finden, ist das das Mindeste, was ich tun kann. Und ich glaube, es wird mir gut tun, das Licht von Alfheim wiederzusehen. Dieses Alpenlicht ist verdammt gut. Also, von wem stammt dieser Plan? Oh, von Mimir natürlich. Ich habe nur gefragt, wie du mich gefunden hast, und er erklärte mir die geheimen Prophezeiungen in den Jötnar-Schreinen. Faszinierend. Dann listeten wir die Schreine auf, die wir gesehen hatten, und dein Vater erinnerte sich, dass er den Groa-Schrein vor dem Tempel des Lichts gefunden hatte. Und jetzt, da wir tatsächlich nach Alfheim können, wurde der logische nächste Schritt völlig klar. Der klügste Mensch der Welt folgt immer dem logischsten Weg. Sogar ohne Füße. Bitte verzeiht mir den Scherz. Ich mochte unsere Gespräche immer sehr, wisst ihr? Ja. Und es ist schön, dich wieder als freien Mann zu sehen. Und danke auch an dich, Brock. Diese Kleidung ist besser, als ich verdiene. Verdammt richtig. Nicht zu vergessen, dass Brock beim Hausherrn eintauschen musste, um den Yggdrasil-Samen für euch zu kriegen. Beim Hausherrn? Er ist nicht der Hausherr. na gut. Nützlich sein. Er hat's getan. Tyr hat wirklich in meiner Besenkammer geschlafen. Ist das normal für euch große Götterwesen oder nur für die, die ein, zwei Leben lang eingesperrt sind? Wie kann ich helfen? Arme Seelen. Aasen zu bekämpfen ist eine undankbare Aufgabe, wie ihr wisst. Bin hinter dir. Wir treffen uns gleich beim Tor, Freunde. Dich mal ansehen. Ganz kurz, versprochen. Meine Güte, was für ein strammer Körper. Bestimmt in der Lage, die vielfältigsten Akte der Gewalt auszuüben. Was ist hier los? Das Eichhörnchen, das den Weltenbaum hütet. Dieser köstliche Duft, ist das... Verzeihung, bitte. Ah, ja. Bernsteinharz. Köstlich nussig mit einem Hauch von Tintenfisch. Nein. Kein Freund kulinarischer Experimente. Halt. Wenn du Ratatöskür bist, warum bist du so anders, wenn wir dich rufen? Lange Geschichte. Doch du hast recht. Ich bin wirklich Ratatösker. Was ihr als Ratatösker kennt, ist eine Spektralerscheinung. Und obendrein eine besonders fiese. Für mich ist er so weit von mir entfernt, dass er eine eigene Person ist. Apropos. Bitterkeit, möchtest du deine Freunde sehen? Verpiss dich, ich will nicht! Ich schätze, das war wohl zu erwarten. Aber egal. Ich habe jetzt den Bernstein für dich weggelutscht. Willst du den Samen zurück? Ein Samen? In der Tat. Ein Samen von Yggdrasil, genauer gesagt. Seit meine Zwergenpächter alles etwas umgestaltet haben,
Braucht man solche Samen, um neue Ziele an meinem Baum zu öffnen? Dein Baum, was? Ja, mein Baum. Hier, ich zeig's euch. Ah, dafür hat der gute Meister Brock einen Alfheim-Samen gebraucht. Du hast eindeutig etwas Wichtiges zu tun. Der Samen, den du gefunden hast, öffnet ausgerechnet Nivelheim. Diese Welt ist uralt und leicht klebrig. Wenn wir noch nicht nach Alfheim gehen, solltet ihr wohl am besten hier auf uns warten. Die Soldaten in Svartalfheim, das waren Einherjar? Ich dachte, Einherjar wären nur Geistern, weil halbes Ragnarök beginnt. Sie waren keine Geister. Ganz genau. Odin muss ein Schlupfloch gefunden haben, um seine Truppen früh als stehendes Heer einzuberufen. Vielleicht etwas, das er nur ohne ehrliche Walküren tun konnte, die ihm im Weg gestanden hätten. Müssen wir denn hier sein? Diese armen Schweine mit ihren zerschmetterten Seelen sind mir echt unheimlich. Moment, sind das Odins Raben? Die, die wir schon die ganze Zeit erledigt haben? Sieht so aus. Frei sind wir, vom Vater frei. Unser halbes Leben nun, niemand anderer mehr sein. Was glaubst du, bedeutet das? Ich weiß es nicht. Aber hier geht definitiv noch mehr vor sich. Aber zu mögen. Hoffentlich. Ich schätze, wir sollten weiter jeden Raben von Odin vernichten, wenn wir sie finden. Du hast etwas Schlacke aus der Heimat, hm? Gib dir her. Ich stell dir etwas daraus her. Was darf sein? Soll es was Besonderes sein? Damit bleiben alle deine Teile an den richtigen Stellen. Moment, ich glaube, da war noch irgendwas. Gehen wir's an. Und der Junge? Das lenkt zumindest die Aufmerksamkeit von deinem Gesicht ab. Was guckst du so? Willst du noch was sagen? Brock, was denkst du über das Schicksal? Gar nichts. Entweder ist dein Leben irgendwo vorgeschrieben oder nicht. Fühlt sich trotzdem so an, als treffe man seine Entscheidungen. Scheiße bleibt schließlich Scheiße, egal wo sie herauskommt. Das sollte ich mir aufschreiben. Thank you.
Mimir, was glaubst du, was es bedeutet, dass immer mehr Räuber als Heerläufer zurückkehren? Die Befreiung der Walkürenkönigin sollte doch die Welten ins Gleichgewicht bringen und das verhindern. Das ist eine gute Frage und eine beunruhigende. Wenn Hel sich wieder gefüllt hat, deutet das darauf hin, dass irgendetwas Sigruns Bemühungen behindert. Oder etwas noch Dringenderes sie ablenkt und von Besuchen abhält. Selbst von Gelegentlichen. Ja, tut mir leid, Mimir. Ah, da seid ihr ja. Ich wusste, ihr vergesst mich nicht. Meister Kratos, auf ein Wort bitte! Tyr, kennst du Ratatöskyr? Natürlich. Sprich. Solltest du einmal meine Dienste benötigen und ich gerade nicht da sein, habe ich dieses praktische Windspiel angebracht. Wirf einfach deine Axt darauf, um mich zu rufen, und ich eile sofort herbei. Möchtest du es mal ausprobieren? Ein großartiger Wurf, Meister Kratos. Wahrlich ein erfahrener Könner. Also gut, ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Wie dem auch sei, möchtest du über sonst noch etwas reden? Ich habe eine Frage. Vorzüglich! Ich biete den Wissbegierigen gerne meine Führung an. Hinter dem Vorsprung, bei dem Tor dort, habe ich diese Drachen bemerkt. Drachen? Oh nein, junger Meister Atreus, das sind Lindwürmer. Der Nachwuchs Nidaugers. Nidaugr? Das ist die Mutter? Richtig. Sie ist außerdem gewissermaßen ein wichtiger Teil des Lebenszyklus von Yggdrasil. Ich kümmere mich hier oben um die Äste. Und Nidaugr frisst von unten die Wurzeln, damit nichts wuchert. Eine feine Balance. Sind sie freundlich? Nicht ansatzweise so umgänglich wie ich, aber es gibt keinen Grund, Feindseligkeiten zu erwarten, solange man sie in Frieden lässt. Nidaugr ist eine strenge Matriarchin. Sie beschützt ihren Nachwuchs und ist ebenso entschlossen, sie ordentlich zu disziplinieren. Das klingt... vertraut. So macht es gut, Meister Kratos und Gefolge. Vielleicht kannst du mir unterwegs mehr von deiner letzten Reise ins Land der Alben erzählen. Natürlich. Alvheim war unsere erste Weltenreise mit deinem Tempel. Freya wollte mit uns kommen, aber Odin hat sie verzaubert. Sie kann Midgard nicht verlassen. Wie furchtbar. Wir kämpften uns also durch eine Armee von Dunkelalben zum Licht. Ihr wart beteiligt am Albenkrieg? Nicht freiwillig. Wir wollten unseren Bifrost füllen, als sie uns angriffen. Die Dunkelalben hüllten alles in klebriger Stocksubstanz ein. Wir befreiten es und die Lichtalben kehrten zurück. Alfheim schien es besser zu gehen. Tatsächlich? Alfheim. Es ist so lange her. Ich weiß nicht, wo der Tempel von hier aus ist, aber dort ist Groas Schrein. Zerstörte Geschichte. Ja, nicht gerade einfach zu beheben. Die Alben führen also ihren Krieg fort. Ja, so viel zu, in Alfheim ist es besser. Oh Mann. Fimbul Winter hat Alfheim erwischt. Nein. Diese Stürme plagten Alfheim schon lange vor Fimbul Winter. Die lebende Wüste. Sie war auch einmal voller Leben. Und Musik. Das Lied der Sande nannte man es. Es ist verschwunden. Noch ein Opfer des Krieges. Moment. Da draußen ist etwas. Etwas Großes. Es leidet.
hörst du? Scheint eine Art Tier zu sein. Aber wie überlebt das in diesem Sturm? Unter der Wüste gibt es viele Höhlen. Sie sind nicht übermäßig bequem, aber den Dunkelalben bleibt kaum eine Wahl. Vielleicht erreichen wir die Schale von oben. Da, der Tempel des Lichts. Roas Schrein ist ganz oben. Bifröst-Augen. Ist alles in Ordnung? Ja, alter Freund. Wir plündern bloß Morgentruhen. Komm gleich nach. Mein Vater mag sowas. Ah, nun gut. Nie zurück nach Alfheim, oder Mimir? Ach nein! Ich dachte, das Schicksal seiner eigenen Welt hatte Vorrang. Halt! Freyas Bruder? Ja. Er ist aus einem anderen Holz geschnitzt. Da vorne ist eine Barrikade. Was sind das für Steine? Dämmerstein. Ein seltenes Material, das über Jahrtausende entsteht. Majestätisch, nicht? Manchmal bindet sich das Licht von Alfheim an einen Stein und kristallisiert. Es wächst wie Moos an einem Baumstumpf. Wahrlich ein Wunder der neuen Welten. Oh, wusste nicht, dass das geht. Das kleine Mist, sie explodiert gleich! Die stinken ja übel. Sein Publikum tötete ihn. Naja, ein Mitglied des Publikums. Nun, oh.